Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Panther, dem Online-Magazin der Neuburger Rundschau. In diesem Magazin wollen wir ja ein bisschen hinter die Kulissen des Eishockeysports bzw. des ERC Ingolstadt blicken. Und unsere heutige Ausgabe steht unter dem Motto Nachwuchs trifft Profis. Genauer gesagt, wir haben zwei Spieler der U17 Bundesligamannschaft, und zwar den Torhüter Richard Babulis und den Stürmer Konstantin Melnikov, mit den beiden Profis des ERC, mit Torhüter Jochen Reimer und Stürmer Thomas Greilinger zusammengebracht. Die beiden Jungs konnten sich ein bisschen informieren bei den Profis, wie sie denn so diese Karriere in Angriff genommen haben, und durften danach auch mit den Jungs sogar noch aufs Eis für eine kleine Competition. Ja, und zunächst mal habe ich Thomas Greilinger und Jochen Reimer gefragt, welche Erinnerungen sie denn an ihre Zeit im Jugendbereich bzw. bei den Schülern hatten. Ja, ich hab in Kaufbeuern gespielt, Jugendbundesliga, und ja, Erinnerungen sind super. Ich glaube, da geht es so langsam los. Aus Kinder werden junge Männer, und ja, da geht es dann auch schon mehr an Körper, und die Schüsse werden besser, und ich glaube, das sieht man dann zum ersten Mal so, bei wem sich vielleicht ja positiv entwickeln könnte. Aber ja, das war eine tolle Zeit. Wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht auf Auswärtsfahrten und so weiter. Das sind, ja, da lernt man dann auch so seine Freunde für später kennen, und Jugendbundesliga war eine tolle Zeit, und wir waren auch, glaube ich, relativ erfolgreich mit Kaufbeuern, und ja, war gut. Also, ich habe auf jeden Fall in Deckendorf gespielt. Welche Liga kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber ich sage auch, bei uns war das früher ein bisschen anders. Wir haben da immer 9+1. Da hast du halt sehr viel Eiszeit gehabt. Aber ich habe das Glück gehabt, dass ich da schon bei der ersten mitspielen habe dürfen. Aber wie John gerade schon gesagt hat, ich glaube, das ist jetzt schon das Alter, da wo es dann wirklich, sage ich mal, die Spreu sich vom Weizen trennt. Und da muss man wirklich dranbleiben. Da geht dann, sage ich mal, das Weggehen an Freundinnen los. Und da sieht man dann, wer wirklich Interesse am Eishockey hat und wer nicht. Und die, die da wirklich den Sprung schaffen, die haben da gute Chancen, dass dann wirklich eine Karriere starten können. Also ich habe mir den Jochen Reimer ausgesucht, weil zum Ersten, er hat auf jeden Fall eine Bombensaison hinterlegt und hat auch sehr gute Spiele hinter sich gebracht und hat damit sehr viele Punkte fürs Team auch geholt. Und ich habe mir auch Interviews angeschaut von Jochen Reimer, und er hat halt auch sehr, so, er ist damit auch sehr lustig umgegangen, und er hat da halt auch sehr viel Witze gemacht, und es war halt so, ja, ganz lustig, und deswegen habe ich mir genau ihn ausgesucht, weil ich denke mal, das würde eigentlich sehr gut zusammenpassen. Ich habe mir den Thomas Greilinger ausgewählt, weil ich finde, er ist einer der besten deutschen Eishockeyspieler in der deutschen Eishockeyliga. Mir gefällt einfach sein Schuss, seine Schnelligkeit, sein Stickhandling und wie er seine Tore schießt. Jetzt dann! Servus, hallo! Servus! Alles klar? Servus! Seid ihr bereit? Ja. Habt ihr was überlegt? Ja, schon ein paar Fragen aufgeschrieben. Okay. Aufgeschrieben! Ja, also. Also, erste Frage wäre, wie bereitest du dich mental aufs Spiel vor? Nimm das mal. Ja, jetzt bin ich ja schon ein paar Jahre dabei, und ich glaube, am Anfang schaut man, dass man da irgendwie so eine Routine reinbringt, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich da auch nicht so verrückt macht. Klar muss man sich aufs Spiel konzentrieren, aber ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber viele Torhüter sind dann wirklich so fokussiert und so aufs Spiel konzentriert, dass sie alles andere außenrum vergessen. Ich glaube, dass das ein bisschen zu viel ist, weil wenn dann mal was nicht so funktioniert, dann hat man auch leicht Ausreden. Also ich glaube, dass es besser ist, wenn man auch ein bisschen lockerer bleibt, aber klar, dann vor dem Spiel lockt man sich hin und konzentriert sich drauf, schaut, dass man sich gut warm macht und dann, dass man bereit ist fürs Spiel. Aber ich glaube immer, das ist wichtig, dass die ganze Woche gut trainierst und dann weiß auch, dass am Wochenende bereit bist. Also sich jetzt da vorher hin zum Hocken und ja, sich verrückt zu machen, ich glaube, das ist nix.
Also jetzt die nächste Frage wäre dann, also jeder Torhüter hat ja so seine eigene Torhüterstellung entwickelt. Also wie hast du deine eigene entwickelt und wie ist es halt dazu gekommen? Ja, jetzt bin ich ja schon ein paar Tage älter wie du und mittlerweile sind überall Torwarttrainer und im Sommer und jedes Mal mit auf dem Eis und so weiter. Das hat es bei mir so noch nicht gegeben. Ich habe mir mal von anderen Torhütern so ein bisschen was abgeschaut und habe das dann probiert, selber auszuprobieren und so hat sich das dann entwickelt. Also ich habe dann geschaut, keine Ahnung, wie der Robert Müller zum Beispiel mitspielt oder früher waren da noch, keine Ahnung, Chris Roggles oder so, da habe ich geschaut, der war immer ganz ruhig, also da habe ich mir immer so ein paar Sachen abgeschaut und habe das dann einfach probiert, so für mich selber ja, aufzugreifen und so hat sich das dann entwickelt, aber klar, mittlerweile mit den ganzen Torwarttrainer und Camps und so weiter, da geht es alles so ein bisschen in die gleiche Richtung, aber ich glaube, dass es immer nur wichtig ist, dass man vielleicht, weiß nicht, wer der Lieblingstorwart ist, Carey Price wahrscheinlich. Von, ich weiß nicht, ob du den kennst, Merzlikens? Ja, genau, Lugano spielt er, ja. Und da ist es immer gut und wichtig, dass man sich da was abschaut von denen und das dann so probiert. Aber oft ist es so, dass es auch nicht funktioniert. Also ich könnte zum Beispiel nie so spielen wie der Henrik Lundqvist, weil ich viel zu klein bin. Der spielt so weit in seinem Tor drin, das funktioniert nicht. Aber trotzdem gibt es so ein paar Sachen, der ist ganz ruhig, der lässt einen Stürmer die erste Aktion machen. Also da gibt es schon immer noch irgendwas abzuschauen und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man sich da so ein bisschen umschaut und auch so weiterentwickelt dann. Jetzt bezüglich auch ein bisschen auf die NHL, da gibt es ja diese Torhüter-Regelung mit der Scheibe stoppen in diesem einen Bereich, das mit Martin Brodeur. Findest du, das sollte bei euch in der DL auch eingeführt werden oder ist es eher so ein Minus für die Torhüter, dass sie den Puck spielen dürfen sollten? Ja, ich glaube, für manche zum Beispiel der Timo, der spielt die Scheibe wie dritter Verteidiger. Also ich glaube, für den wäre das eher schlecht, wenn der nicht mehr so viel mitspielen darf. Und dann gibt es Torhüter, die Scheibe jetzt nicht so gut spielen. Für die wäre es vielleicht ganz gut, aber ich glaube jetzt nicht, dass es großartig eine Änderung oder eine Umstellung für uns wäre. Also so oft fährt man ja dann auch nicht raus. Also eigentlich ist alles hinterm Tor, deswegen ja, wenn sie das machen würden, ich glaube, dass mir das nicht großartig beeinträchtigen wird. Und zwar meine erste Frage wäre, wie hast du früher Schule und Eishockey alles unter einen Hut bekommen? Wo ich zur Schule gegangen bin, da war das noch nicht so extrem wie heutzutage, sage ich mal. Da war das noch ein bisschen lockerer alles und das ist eigentlich ganz gut gegangen. Und also wie gesagt, also ich habe ja relativ früh als Profi schon gespielt mit 15 und daher dann auch nur die mittlere Reife gemacht und ist aber ganz gut gegangen. Also ich glaube, jetzt ist es mittlerweile relativ schwierig, jetzt hat man sehr viel Schule schon, aber früher war das noch, bist du von der Schule heim, Schulranzen weggeschmissen und dann ist es losgegangen. Okay. Das war früher. Dann meine zweite, wenn du jetzt kein Profi geworden wärst, was würdest du jetzt tun? Ja, das ist eine sehr gute Frage, das weiß ich jetzt selber nicht genau. Also wenn ich kein Profi geworden wäre, was würde ich tun? Wahrscheinlich würde ich irgendwo in einem Geschäft hocken und irgendwelche Sachen verkaufen. Aber wie gesagt, ich habe mir eigentlich nie so wirklich Gedanken drüber gemacht, weil bei mir ist es relativ früh, also mit 15 schon losgegangen und hat es eigentlich abgezeichnet, dass das was werden könnte. Und daher habe ich weder Ausbildung noch sonst irgendwas gemacht. Und daher ist das eine relativ schwere Frage für mich und kann ich eigentlich gar nicht so wirklich beantworten. Was ist dein Lieblingsschläger? Mein Lieblingsschläger ist... Boah, das ist schwer. Ich habe meine Jahre, wo ich schon durchgemacht habe, ich meine, es ist mit Holzschläger losgegangen. Jetzt sind es natürlich die ganzen Carbon. Ich spiele jetzt seit 2 Jahren die Eastern-Schläger, aber eigentlich ist mir das also egal. Ich habe auch meine Biegung stimmt, weil mittlerweile ist es ja bei uns so, man kann ja jeden Schläger mit jeder Marke machen lassen und daher ist die Marke eigentlich relativ egal. Hauptsache meine Biegung stimmt. Du hast ja bekannt gutes Stickhandling. Hast du das irgendwie im Nachwuchs speziell geübt? Nee, eigentlich gar nicht, aber wie gesagt, früher war das mit der Schule noch ein bisschen einfacher. Du bist eigentlich von der Schule heim, bist eigentlich raus, sag ich mal, und hast gezockt. Und bei uns war es halt dann eher, wir haben halt jeden Tag mit Tennisball-Hockey gespielt oder Inline-Hockey gespielt. Und ich glaube, das hat schon viel geholfen, wenn du jeden Tag da
mit dem Schläger rumrennst, aber jetzt direkt was trainiert, darauf hin habe ich nicht, ne. Wenn man draußen spielt, dann bringt das mehr für die Hände, wie wenn man PlayStation spielt. Ja, das stimmt.